Also, der beste Mann, Carlos Manro. Almighty Carlos Monroe! Und zu uns in die rote Ecke rufen wir den Gott. Unser Gast aus den USA in der blauen Ecke hört auf den Spitznamen Almighty. Er wiegt 115 Kilo bei einer Größe von 1,98 Meter. Er ist 32 Jahre alt. Sein Profirekord 10 Kämpfe, 8 Siege, davon 5 durch K.O. Wir begrüßen aus den USA Carlos Monroe. In seiner Ecke sein Trainer Mickey Jones. Die rote Ecke. 100 Kilo schwer, 2 Meter groß, 20 Jahre alt und Profi seit November 1996. Sein Profirekord, 4 Kämpfe, 4 Siege, alle durch K.O. Sein Amateurrekord, 140 Kämpfe, 134 Siege, davon 65 durch K.O. Er war 6-mal ukrainischer Meister, 1994 Junioren-Europameister, 1995 Junioren-Vize-Weltmeister, 1996 Vize-Europameister, Militärweltmeister und Olympiasieger in Atlanta. Er ist damit der erste weiße Superschwergewichtler seit 36 Jahren. Wir begrüßen aus Hamburg Wladimir Kletschko. In seiner Ecke seine Trainer Fritz Dunek und Thorsten Spitz. Ringrichter Uwe Ullmann. So, you come in the middle, please. Okay, you listen my words. I want a fair fight, and the best will win, okay? Check hands. Good luck. So, okay? Okay? Boxen wird Ihnen präsentiert von TV Spielfilm, Ihrer Programmzeitschrift. K.O.-Maschine will man ihn am liebsten taufen. Das schwingt ja immer so ein bisschen mit, unsensibler Brutalo. Das ist ja überhaupt nicht... Wladimir Klitschko wollte Lehrer werden und ist ein sensibler, freundlicher Bursche, nur leider im Ring für seine Gegner nicht. Vier Kämpfe hat er gemacht, Klitschko. Zweimal war in der ersten Runde Schluss, einmal in der zweiten, einmal in der dritten. Aber wie gesagt, diese Gegner hatten nicht die Klasse eines Monroe. Klitschko ist gar nicht böse, dass es etwas langsamer losgeht für ihn.
Im Profiboxen wird härter geschlagen, meint er. Und im Schwergewicht keinen einziger Treffer. Den Knockout-Schlag auch gegen mich bedeuten. In diesen ersten Kämpfen will ich meine Konzentration schulen. Stop! Don't hold. Hier wird's rein, okay? Box. Uwe Uhlmann, der Ringrichter, richtig klein gegen diese Riesen. Monroe 1,98, Klitschko 2 cm größer. Da ist Respekt in Carlos Monroe zu entdecken. Der zuckt gleich weg und kriegt dort die erste Rechte. Naturgemäß geht es im Schwergewicht etwas bedächtiger los als in anderen Gewichtsklassen. Klitschko muss in Runde 2. Volksheld, einer von 5 olympischen Goldmedaillengewinnern von Atlanta. Und das zählt natürlich in der Ukraine, wo man nach der langen Zeit im Verbund der Sowjetunion erstmal eine eigene Identität suchen muss. Mit solchen Leuten wie Klitschko will man sie finden. Es gibt eine unabhängige Weltrangliste, die wird erstellt fernab jeglicher Verbandsinteressen. Und in dieser Rangliste, da ist Carlos Monroe auf 131 und Wladimir Klitschko auf 191. Liegt also dahinter, ganz einfach zu erklären, Wladimir Klitschko hat erst 4 Kämpfe. Und da ist man dann in den USA sehr vorsichtig mit einer sehr schnellen Wertung in dieser Rangliste. Musste sich über längere Zeit behaupten und das wird er zweifelsohne. One step back. Don't hold. Monroe schiebt die linke Schulter ganz stark nach vorn. Will den Weg für die Rechte von Wladimir Klitschko sehr lang machen. Gelingt ihm bisher ganz gut. Er wirkt behäbig, dieser Carlos Monroe. 115 Kilogramm trägt er mit sich herum. Das ist für diese Größe ein bisschen viel. Ist auch nicht ganz austrainiert, sieht man am Bauch. Klitschko zum Vergleich, nur 100 Kilogramm schwer.
und dadurch spritziger. Frank! Frank! Come on, Frank, come on! Uwe Uhlmann muss Schwerstarbeit leisten, zwei solche Riesen zu trennen. Stop! Frank! Und Monroe klammert Runde 3. Die dritte Runde zwischen Wladimir Klitschko in der gelben Hose und Carlos Monroe in Rot-Weiß. Viele wollten diesen Klitschko haben. Don King zum Beispiel, aber Wladimir Klitschko sagt, Geld ist nicht alles, das menschliche Verständnis ist wichtig und das stimmt im Universum Boxstall bei Klaus-Peter Kohl. Jetzt stellt er ihn, findet die richtige Distanz. Hat Zeit, sich aufzubauen, Wladimir Klitschko. Monroe sehr unbeweglich, verhindert das nicht durch Vor- oder Zurückgehen und klammert hier seine einzige Möglichkeit. Ein Aufwärtshaken muss her, das bedeutet Fritz Dunek aus der Ecke. Frank! Hey, stop! When you don't hold, because it's a dead wall, okay? Box! Fritz Dunek, viel beschäftigter Mann derzeit, bereitet Ralf Rokidjani vor und natürlich Darius Michalczewski auf den Kampf des Jahres gegen Virgil Hill. Titelvereinigung von gleich drei Verbänden. Das ist genau das, was auch in dieser Gewichtsklasse im Schwergewicht angestrebt wird. Aber nach dem letzten Kampf Oliver McCall gegen Lennox Lewis ist das in weitere Ferne gerückt. Es sind einfach zu viele Interessen im Spiel in dieser Gewichtsklasse, als dass es hier nochmal den einen Weltmeister geben könnte. Ende der dritten Runde. Und Carlos Monroe hält sich da schon fest. Nicht wegen so harter Schlagwirkung, sondern aus meiner Sicht wegen der Erschöpfung. Sein Trainer Mickey Jones. Sein Onkel war Martin Monroe, der Ritter der Weltrangliste, also eine boxerische Familie. Und hier redet vor allem Vitali Klitschko. Ja, da setzt danach Wladimir Klitschko, der die Anweisungen seines Trainers Fritz Dunek durchaus verstehen kann. In seiner Freizeit tut er nichts anderes als Deutsch zu lernen und macht gute Fortschritte. Ist ja ein völlig anderes Sprachgebiet, aus dem er kommt. Noch ein Vierteljahr, der kann in Deutsch Interviews führen.
Jones. Stick. Hook up there, Trainer von Carlos Monroe, der aus Los Angeles kommt. Du schlägst zu langsam, Junge. Mach das mal ein bisschen schneller. Aber er kann es nicht. Er ist da einfach athletisch nicht stark genug. Aber er hat eins geschafft, was noch keinem anderen Profi vor ihm gelang. In die vierte Runde mit Wladimir Klitschko zu gehen. Und das feiert er mit diesem Brüller hier eben. Warning for holding every time. Der Warnung für Monroe wegen Haltens. Aber Wladimir Klitschko bemerkt, der Weg zum K.O. ist nicht immer gerade. Dieser Monroe kein schlechter, aber auch kein exzellenter Schwergewichtler. Und da zeigt sich, dass man doch lange braucht, um ganz nach vorn zu kommen. Monroe sehr geschickt klammert, hält, geht in den Mann. Und Wladimir Klitschko bisher ohne Mittel, den Mann auf Distanz zu halten und auch auf Distanz zu boxen. Jetzt schiebt er ihn hier durch den Ring. Also Ringer war er auch mal, der Wladimir Klitschko. Diesen Kampf sollte er trotz allem sicher nach Punkten gewonnen haben. Ich sage, diesen Kampf sollte er gewonnen haben, dann meine ich natürlich nach den 4 von 6 Runden sollte er deutlich führen, sodass ein Punktsieg für Carlos Monroe nicht mehr in Frage kommt. Und mein Souffleur Tobias Drews, der hier immer mal um den Ring streicht und auf die Punktzettel der Kampfrichter guckt, der bestätigt, 4 Runden, die bisher geboxt wurden, gingen ganz klar an Wladimir Klitschko. Monroe spricht mit Klitschko. Fordert ihn auf, komm, ich kriege dich. Und Ullmann sagt, es geht aber gar nicht, Junge. Nicht sprechen im Ring. Schöne Rechte von Monroe. Wladimir Klitschko trifft, aber nicht sehr hart. Der unerhörte Schlag, der fehlte bisher noch. Weil Monroe ganz geschickt mit seiner linken die rechte Schlaghand von Klitschko zubaut. Er zieht seine Führungshand immer hoch und da ist dann kein Weg mehr für Klitschko. Hard.
first round, okay? Box! Let him get away. Let him get away. Come up under there. Wladimir Klitschko sagt, die Leute lieben den K.O. und ich will diesen K.O. auch bieten in diesen ersten 5 Runden gegen Carlos Monro. Konnte er noch keinen gefährlichen Schlag ansetzen, der in die Nähe eines K.O.-Schlages kam. Rechts, links bewegen. Hat den besseren Winkel zum Hakenschlag. Nicht treffen lassen, Thorsten Mayer ist offen. Und das haben wir schon zuletzt bemängelt. Altitz hat es wehgetan, oder? Mayer hat ihm wehgetan, der Nikolsen, der nimmt ja ziemlich ungerührt, was da kommt. Ringfrei zur 6. und letzten Runde. Er trifft den Kopf von Monro, aber nicht hundertprozentig. Klare Führung nach Punkten für Wladimir Klitschko in der gelben Hose. Die letzte Runde, und will Monro noch was bestellen, dann muss er den K.O.-Schlag auspacken. Blutet er stark. Wladimir Klitschko, oh je. Doktor. Die Augenbraue ist aufgeplatzt. Hey. Unterm Auge. Was, top? Dr. Peter vom Felsen guckt sich jetzt die Verletzung an. Ja, ja. Sieht Nein. nicht gut aus. Mach. Soll nachher genäht werden, aber es tropft und tropft. Alles gut. So. Da stößt er mit dem Kopf. Oh je. Disqualifikation. Disqualifikation. Vom Kopfstoß eine Beule da oben. Bei Carlos Monro, und wir haben die Aktion ganz klar gesehen. Hier nochmal. Monro ist disqualifiziert. Da. Keine Schlagwirkung. Ganz, ganz klar. Kopfstoß, Disqualifikation, denn Wladimir Klitschko kann nicht weitermachen. Und selbst wenn die Zuschauer hier pfeifen, das ist berechtigt und den Regeln entsprechend. Noch einmal aus anderer Perspektive. Krach. Ja. Sofort schwoll der Kopf von Monro an. Also ganz klare Sache. Disqualifikation wegen Kopfstoßens. Denn Wladimir Klitschko kann nicht weitermachen. Damit gewinnt Wladimir Klitschko seinen 5. Kampf wieder durch TKO. Da ist die Beule ganz klar zu sehen. Und die holte er sich eben bei diesem wahnsinnigen Kopfstoß gegen Klitschko. Tut mir leid, Carlos Monro. Da lässt sich nichts anderes feststellen. Nochmal, wie ein Stier geht er da rein. Muss disqualifiziert werden, und das wird er auch. Klitschko gewinnt somit seinen 5. Kampf vorzeitig, was er unter normalen Umständen nicht geschafft hätte, vielleicht nicht geschafft hätte. Ja, das ist eine schwere Wunde. Was gesagt? Fritz Dunek erklärt in gebrochenem Deutsch, was jetzt passiert. Jetzt kommt Kopf richtig oben rein. Wir hören zu.